An Lärm im Schlafzimmer ist man in Mommenheim gewöhnt. Zwischen 5 und 8 Uhr morgens dröhnen über den rheinhessischen Ort Flugzeuge. Deswegen lässt sich dieser Hausbesitzer jetzt schalldichte Fenster und eine Belüftungsanlage einbauen. Schlechter Schlaf durch Fluglärm, das sei vor allem eine subjektive Wahrnehmung, sagt die Lärmwirkungsstudie NORA, die heute in Frankfurt vorgestellt wurde. Denn seit im Jahr 2011 am Frankfurter Flughafen das Nachtflugverbot eingeführt wurde, würden Anwohner seltener aufwachen. Gesundheitliche Folgen seien jedoch noch unklar. Aber was wir natürlich sagen können, ist, wenn wir zusätzliche Aufwachreaktionen aufgrund von Lärm vermeiden, dann vermeiden wir sicherlich auch Krankheiten in der Zukunft, die eben auf gestörten nächtlichen Schlaf zurückzuführen wären. Als überraschend bezeichneten die Forscher die Erkenntnis, dass Fluglärm Depressionen fördere. Auf den Blutdruck hätte er jedoch keinen nachweisbaren Effekt. Flughafenbetreiber und Mitfinanzierer Fraport fasst die NORA-Ergebnisse mit den Worten zusammen: Die gesundheitlichen Risiken durch Fluglärm sind minimal und damit geringer als bisher angenommen. Eine Formulierung, der nicht alle Wissenschaftler zustimmen und auch nicht die Fluglärmgegner. Man hat einfach die NORA-Studie genutzt, um, ich sag mal, vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nutzen zu müssen. Was immer die Wissenschaftler rausbringen, es wird letztendlich von der Luftverkehrsindustrie und von der hessischen Landesregierung so interpretiert, dass nichts getan werden muss. Unter den Wissenschaftlern gibt es allerdings auch Stimmen, dass anhand der neuen Daten das deutsche Fluglärmgesetz überprüft werden müsse.